Während übliche Modellbaustücke wie Gebäude oder Landschaften kleine Fehler in der Verarbeitung durchaus mal verzeihen, gilt dies nicht für Schiffs- und Flugmodelle. Wenn hier nicht exakt gearbeitet wird, endet das meist in einem Desaster. Auch Modellbauschiffe unterliegen wie im richtigen Leben den Naturgesetzen. Ein solches Modell ist nur bei exakter Einhaltung dieser Regeln nach der Fertigstellung auch tatsächlich schwimmfähig. Die Modellvielfalt ist erstaunlich, kein Vorbild scheint im Nachbau unmöglich. Hier sehen wir zum Beispiel ein ganz besonderes Modell, die Nautilus aus dem Roman von Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, aus dem Jahr 1954. Ein ganz besonderes Werk stellt wohl das am 27. Mai 1941 gesunkene Schlachtschiff Bismarck dar. Das Modell hat einen Wert von rund 6.800 Euro. Im Gegensatz zu den Modellbauschiffen unterliegen Flugzeuge noch ganz anderen Gesetzen. Ein Fehler und das Modell stürzt ab, was in vielen Fällen zu hohen Schäden, wenn nicht sogar zum Totalschaden führt. Viele Stunden Arbeit und Erfahrung steckt in diesen Modellen. Segelflugzeuge, Hubschrauber oder Flugdrohnen mit aufwendigen Kameras werden heute gebaut und in die Lüfte geschickt. Mit Fernbedienung oder einem Tablet können die neuen Flugapparate dann gestartet, gesteuert und wieder sicher zur Erde geflogen werden.